Schwestern. Jitro. Alaikum salam, Tante Aisha. Was denn? Du kannst es heute noch nicht. Es heißt... Assalamu alaikum, Aisha. Hörst du? Aber genau das sagte ich ja auch. Oh, ist das Grindr? Jemand Interessantes für dich? Nein. Ich heirate. Ehrlich? Wer ist denn die Glückliche? Das weiß ich noch nicht. Was soll das bedeuten? Es wird eine arrangierte Ehe. Naja, assistierte Ehe. So heißt das heute. Die Liebe ist nicht wichtig. Mit der Zeit lernst du diesen Menschen lieben. Wie das Stockholm-Syndrom. Deine Ideen für deine nächste Doku. Ich könnte ihn auf seinem Weg zu einer Heirat mit einer Fremden, die seine Eltern für ihn ausgesucht haben, begleiten. My big fat arranged wedding. Zuerst meine Eltern, meine Braut und ich. Vertraglich Liebe. Ich bin Mo. Mo, der Matchmaker. Keine Fotos? Noch nicht. Es ist ganz einfach. Du denkst mit deinem Lulu, aber du musst mit deinem Nono denken, okay? Welchen Abschluss hast du, Bruder? Er ist Arzt. Das ist ganz oben in der Nahrungskette. Irgendwelche Laster, von denen ich wissen sollte? Trinken, rauchen, Dogging. Keine Hunde, keine Haustiere. Also Dogging bedeutet, vergessen Sie es. Katzen würden gehen. Ich habe Neuigkeiten. Ich werde heiraten. Okay, was? Ich mag Sie sehr. Hi. Hi. Liebe auf den ersten Klick. Wie findest du die Idee, möglicherweise nach London zu ziehen? Die finde ich großartig. Es ist ein sehr multikulturelles Leben. Bis zur Hochzeit ist es noch ein Monat. Du bist also noch voll überzeugt davon. Ich sehe doch, dass es funktioniert. Ständig hinterfragst du meine Entscheidungen. Kümmere dich zuerst um deine eigene. Ich mache mir Sorgen, dass du allein bleiben wirst. Bin ich nur ein halber Mensch, wenn ich keinen Mann habe? Denkst du das etwa? Weißt du, mein Sohn, wieso der Prophet sagte, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter? Weil es keine Liebe gibt, die größer ist als die einer Mutter für ihr Kind. Ich bete, dass du glücklich wirst. Nur das zählt. Wir alle brauchen andere Menschen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, Zoe. Jetzt geht die Party richtig los. Irgendwo zwischen Leidenschaft und Pragmatismus gibt es vielleicht einen Weg zu einer glücklichen Partnerschaft. Wir haben Glück, Sie als Nachbarn zu haben. Sie sind fast wie Familie für mich, seit dein Vater mich für diese Teenager-Hure verlassen hat. Sie ist 35 Jahre alt. Ganz genau.